So, wie die meisten von euch wahrscheinlich schon mitbekommen haben, Garten of Van-Man 3 ist draußen. Yay. Und in alter fauler Manier spielen wir es natürlich möglichst unbearbeitet. So wie den letzten Teil auch schon. Und Leute, ich bin sehr gehypt. Für einen Elternteil, das nach seinem vermissten Kind guckt, ist Zeit ein wichtiger Faktor. Okay, das kennen wir ja alles schon. Und ich kann Ihnen auch nur recht geben, weil Zeit ist ein wichtiger Faktor. Okay. Was? Um 3 Uhr, also bekanntlich die Geisterstunde, wurden die Kreaturen auf dem Boden gemalt. Wer macht sowas? Und wir sind da. Bei dem Fahrstuhl, wo wir im letzten Teil aufgehört haben. Und wir sind in einem komplett neuen Raum. Zu Opilla Bird. Da möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht hingehen. Oh Mann, ich bin so gehypt. Was haben wir hier alles? Green Bone Sailor sagt, spring so viel wie du möchtest, aber niemals in Conclusions rein. Die Verbannten sagen, oh, das sind die Leute in ihrem Bauch. Mach deine Hausaufgaben fertig und sei nett, wenn du keiner von uns werden willst. Okay, das heißt im übertragenen Sinne, da kommen nur die unartigen Kinder hin. Ding, ding. Glad to see you've made it. Schön zu sehen, dass du es geschafft hast. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, aber du hast diesen Unfall überlebt vom Fahrstuhl. Und außerdem, es tut mir leid, dass ich dir auf den Kopf gehauen habe. Oh, wir reden mit Ban-Ban. Ich habe mich selbst in den Surveillance Room eingesperrt. Also kann ich dir helfen. Wir sind aktuell in der untersten Etage. Es gibt trotzdem noch weitere Etagen unter uns, also pass auf, dass du nicht runterfällst. Und für deine Kinder. Ich weiß nicht genau, wo deine Kinder sind, aber ich kenne jemanden, der weiß, wo sie sind. Geh zum Aqualic-Sektor. Das Ding ist, ich vertraue Ban-Ban immer noch nicht so recht. Und was haben wir hier? Was ist das? Eine Batterie. Und ich weiß nicht, ob ich seine Hilfe annehmen soll, meine Kinder zu finden, weil ich vertraue ihm, wie gesagt, nicht. Okay, wir müssen irgendwas finden. Ich war hier noch gar nicht drin. Eine zweite Batterie. Und ein Zettel. Ich wusste schon immer, dass ich ein Pechvogel bin, aber das hier ist ein neuer Maßstab. Ich verlasse eine belebte Etage, um auf eine Toilette zu gehen und als ich zurückkomme, sind alle spurlos verschwunden. Was normalerweise friedlich gewesen wäre, wenn nicht ein riesiger Vogel herumlaufen würde. Ich bezweifle, dass ich noch lange ruhig halten kann. Meine Atemzüge werden sehr schwer. Was macht der Vogel überhaupt außerhalb seiner Behausung? Ich dachte, sie zeigen nur diese kleinen lila Kreaturen, weil sie mit dem Zeitplan im Verzug sind. So habe ich mir mein Ende nicht vorgestellt. Okay, das heißt, Opilla Bird war hier unten und hat sozusagen die Etage ausgerottet. Okay. Wir können die Drohne jetzt benutzen. Das ist sehr nice. Komm schon, spawn in der Mitte und drück auf diesen Knopf drauf. Komm. Das kriegst du. Bumm. Ist die schneller geworden? Die kommt mir viel schneller vor. Okay, und jetzt noch der Knopf. Kriegst du das aus dem Winkel hin? Natürlich nicht, du Pfeife. Nochmal, komm schon. Ja. Öffnet sich jetzt die Tür? Und wir haben 2 Batterien in diesem Raum gesammelt. Wahrscheinlich waren die sogar für meine Fernbedienung. Oh, Ansage. Ansage. Ich habe gesehen, dass du eine Keycard brauchst. Es sollte nicht so schwer sein, eine zu finden. Jeder hat eine Kopie davon. Okay, wir brauchen eine Keycard. Oh, ein Wachsmalstift. Kann ich... ich kann Sachen malen. Das ist das erste Rätsel. Und übrigens die Szene aus dem Intro. Die war genau hier. Nur was soll ich mit diesen Stiften anfangen? Ich habe jetzt 3 Stück, aber hilft mir das weiter, weil an sich suche ich doch eine Keykarte. Hier ist auch noch ein Monster. Die Spinne, die ja so alleine ist. Das heißt, okay. Notiz für Hausmeister. Vorm Ende der Schicht werden Cleaner-Checks benötigt. Oh, warte mal. Können wir hier die Stifte reinwerfen? Ja, das funktioniert. Nummer 2 und Nummer 3. Und was noch? Ein Apfel? Wo soll ich denn jetzt hier einen Apfel finden? Ist hier... Ich habe eine Keykarte gefunden, das ist doch viel besser. Hier ist noch ein Wachsmalstift. Perfekt. Wir sammeln alles Nötige ein. Oh, hier ist auch noch... Hier sind noch 2. 3. Ich weiß nicht wirklich, ob ich... Oh, da ist ja auch noch einer. Ich weiß nicht wirklich, ob ich einen Apfel brauche. Auf jeden Fall habe ich jetzt, denke ich mal, jeden Wachsmalstift in diesem Raum bekommen. Plus, wir haben die Keykarte. A cleaner has been dispatched. Bitte... Okay. Das ist sehr erschreckend. Ich tue die Wachsmalstifte trotzdem weiter hier rein, bis ich alle reingetan habe. Was macht das Ding? Was ist das? Sind das jetzt alle? Lila war der letzte. So, ich habe keinen mehr. Und was? Ha? Okay.
Anscheinend haben wir alles richtig gemacht. Hol dir deinen Reward ab. Und wo... Oh! Wir haben jetzt eine lila Keykarte. Anscheinend mussten wir einfach nur aufräumen und das Ding hat gescannt, ob auch wirklich alles aufgeräumt war. Natürlich war es aufge... Ey! Was macht die Spinne da oben? Yo! Das heißt, wahrscheinlich muss an dir vorbeigehen, aber du wirst sowieso abhauen. Das war so klar, du bist eine Pfeife in meinen Augen. Wofür hierfür brauchen wir die lila Keykarte. Und was steht hier? Die Sektoren. Ich bin hier, im Ground Floor. Okay, das ist gut zu wissen. Und Karte ist aktiviert. Geht's los? Hallo? Oh, warte mal. Hier oben sind auch... Ach so, damit gebe ich eine Richtung an. Okay, ich versuche jetzt einfach mal geradeaus weiterzugehen. Ich hoffe mal, das ist die richtige Richtung. Da hinten ist auf jeden Fall irgendwas, was grün leuchtet. Von daher muss es doch die richtige Richtung sein. Wenn das die Fall... Das ist aber ein ganz schön weiter Weg. Alter, wie groß ist diese Firma? Kann hier nicht mal irgendjemand das Licht anmachen? Ich möchte mir den ganzen Ausmaß angucken. Das lassen Sie mich nicht. Das ist schade. Okay. Pui! Das war riskant. Und wir haben einen Hut gefunden für unsere Drohne. Denke ich mal. Oder für unseren Kopf. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht für unseren Kopf, vielleicht für unsere Drohne. Ich habe eine Glatze. Es fällt... Ha? Ich habe diese Keykarte nicht? Okay, ich bin jetzt hier. Dann müssen wir in einen anderen Sektor. Vielleicht gehen wir zum Medizinsektor. Fahren wir rüber. Der... Oh mein Gott, wieso mussten alles so weit voneinander entfernt sein? Hilfe! Aber ich schätze mal, das sind die Hauptsektoren, in dem es in dem Spiel hier geht. Oh, warte. Oh, lila Kacke ist hier. Und wir haben diese Keykarte auch nicht. Das heißt, wir müssen... Oh Gott. In den Aqualik-Sektor. Was uns Ben Ben auch eigentlich über die Ansage gesagt hat. Bra. Wieso ist mir das nicht vorher aufgefallen? Warte mal. Steht da hinten Ben Ben? Ich sehe da hinten noch einen kleinen roten Lümmel. Das muss Ben Ben sein. Oh nein, es ist eine Tür. Es ist nur eine Tür. Egal, Batman und eine Tür haben schon gewisse Ähnlichkeiten. Und Jumpity Jump Jump. Und hier haben wir jetzt... Gelbes Glas kann man zerbrechen. Wo ist denn hier... Ist das gelbes Glas? Warte mal. Komm mal her, Drohne. Und zwar erstmal hierhin. Gut, dass sie mit den X'en alles markieren. Und danach visieren wir hier drauf. Bitte. Funktioniert da? Ah! Es geht nicht. Vielleicht... Oh, okay. Ich hätte es komplett andersrum machen sollen, ich Idiot. Da. Und jetzt kommt's dahin. So. Die fliegt da durch. Perfekt. Und als letztes musst du zu dem X hier. Komm schon. Nice. Kann ich jetzt einfach hier durch... Oh. 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 Ja. Ich kann durchspringen. Perfekt. Und wir erhalten eine orange Keykarte. Wofür ich die brauche, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber wir werden's... Oh, ich weiß es. Oh mein Gott! Wir haben hier Stinger Flynn! Ein Pfeil für Stinger Flynn! Gehen wir da zuerst rein. Es gibt hier noch andere Kreaturen, aber... Das ist ein dunkler Gang. Ein... Ich müsste Fallschaden bekommen, so hoch wie ich springe. Guckt euch das an. Meine Beine sind gebrochen! Anders geht's ja nicht! Nochmal! Autsch! Es ist... Es war so dunkel. Alter, Stinger Flynn, du bist echt groß geworden. Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du noch klein. Da hätte ich dich zerquetscht. Aber jetzt kann ich dich immer noch zerquetschen, aber es wird ein bisschen schwerer. Oh, kann ich hier rüber? Oh, wir können sogar durch Stinger Flynn durchgehen. Nice. Kann ich meine Drohne spawnen? Die spawnt da hinten. Okay, alles cool. Oh, seine Augen sitzen. Lebt Stinger Flynn überhaupt noch? Kommunikationskiosk. Was ist ein Kommunikationskiosk? Oh, warte mal. Wir können eine Karte hier rein tun. Was passt? Oi. Du bist ein groß... Ich kann mich nicht bewegen. Du hattest einen schlimmen Tag. Das kann ich dir sagen. Sehe ich so fertig aus? Du wartest auf den Moment, diesen Ort mit deinem Kind zu verlassen. Das kann ich dir sagen. Ich habe Angst, dass dieser Moment niemals kommt. Ich kann es nicht passieren lassen. Und ich werde dir zeigen, wieso. Aber wenn ich das tue, nimmst du meinen Rat an. Verlass diesen Platz, solange du kannst. Lösch ihn aus deiner Erinnerung. Vergess auch, was auch immer hier passiert ist. Und ich verspreche dir, morgen wird ein besserer Tag. Kannst du deinen Tentakel mal ruhig lassen? Weil der macht mich voll ner... Ey! Ey, ich sag doch, wedel mit deinem Tentakel nicht in meinem Gesicht rum. Mir ist schon so schwindelig geworden, dass mir schwarz vor Augen ist. Ich... Oh.
Die Szene aus dem Trailer. Ich denke mal, ich nehme die Stühle auf der Seite, weil ich habe keinen Bock, diese große Kreatur anzugucken. Das sieht doch viel entspannter aus. Oh, die Gießkannenkinder aus der Schule. Und da hinten sind die Bowlingpins. Da sind wahrscheinlich die Basketbälle mit Sonnenbrillen auch doch da. Willkommen zu Hause bei mir. Oder zumindest, was mein Zuhause war. Das hier war sein Zuhause? Wenn mir alles zu viel ist, gehe ich in meinen Raum und meditiere. Und dann komme ich zu diesem Ort und erinnere mich, dass dieser Schmerz es wert ist, wofür ich kämpfe. Natürlich, nichts davon ist real. Aber es könnte. Okay? Ich habe niemals die richtige Sonne gesehen. Kannst du dir das vorstellen? Und ich warte auf den Zeitpunkt, wo es endlich passiert. Ich brauche die Kinder, um das zu erreichen. Aber keine Sorge, ich werde sie sicher halten. Was auch immer ich mit den Erwachsenen tue, ich lasse sie am Leben. Dankeschön. Und natürlich, um mich dorthin zu liefern, wo ich hin muss. Das einfache Leben eines komplett gehirnlosen Jellyfishes zu leben. Das ist ein komischer Traum. Ich respektiere dich, deswegen gebe ich dir auch eine Chance abzuhauen. Nimm sie. Und dadurch verlierst du nicht dein Leben und die Chance, dein Kind wiederzubekommen. Okay. Weißt du was? Wenn mir ein riesiger Jellyfish sagt, dass ich abhauen soll, dann hau ich auch verdammt nochmal ab. Dann packe ich alle meine Sachen und bin weg. Oh! Wir wachen auf in der Stinger Flynn Arena. No liver. Keine Leber. Keine But most importantly, und am wichtigsten... You, sir, need to have more organs. Sie, Sir, brauchen mehr Organe. Was soll ich essen, wenn da nichts zu essen ist? Ah, ich muss woanders gucken. Und du sollst mich gar nicht essen, mein Freund. Ich dachte, du willst mir helfen, mein Kind zu bekommen. Das bringt mir nichts, wenn ich tot bin. Das bringt mir wirklich nichts, wenn ich tot bin. Was ist wichtiger, ich oder das Kind? Ich mag meinen braunen Arsch. Au! Ich bin Stinger Flynn! Jetzt geht's los! Warte mal! Ben wollte mich essen! Also Stinger Flynn! Nicht die erwachsene Person von mir! Rechtsklick, um zu schießen. Okay, das ist irgendwie so ein bisschen arm animiert. Okay, und was genau ist jetzt unsere Aufgabe? Das ist das Can im Game, das kennen wir ja an sich schon. Wir haben keine Keykarte, können wir einfach hier abhauen? Oh, hier ist es aber sehr, sehr dunkel drin. Hier ist es aber sehr, sehr dunkel. Ich denke, das ist nicht der richtige Weg. Aber was ist es dann? Das Stinger Okay, eine grüne Keykarte. Was soll ich mit der grünen Keykarte? Oh. Wenn ich springe, kommt immer so eine Splash-Animation. Das hier ist doch gelb. Oh, das funktioniert trotzdem. Wir können das Cannon-Game starten. Okay. Okay, warte. Schieß. Boom. Das hat funktioniert. Nummer zwei. Wohin geht's als nächstes? Komm schon. Wohin? Welcher Knopf? Der Knopf. Easy! Oh. Oh Gott, endlich öffnet sich die Tür. Das hat auch Ewigkeiten gedauert, Mann. Man kann doch nicht Stinger Flynn warten lassen. Ich meine, das ist meine Stage. Hallo? Okay, hier ist noch ein kleiner Button. War hier noch irgendwas? Nee. Alles cool. Was hat der Button jetzt gemacht? Wir haben drauf gedrückt, aber es hat nicht wirklich viel gebracht. Vielleicht hat das hier hinten das Licht angemacht. Oh. Ich reime die ganze Zeit. Das ist cool. Oh, die Tür ist offen. Wir können jetzt hierhin, wo die Schnecke war. You are not one of them. Du bist keiner von denen. Du bist neu. You need to hide. Du musst dich verstecken. Sie kommen. Wer kommt? Wer? Oh, shit! Mein Freund, so schnell kann ich mich aber nicht verstecken. Mein Bildschirm wird schwarz. Mann, du warst viel zu schnell. Und du sollst eine Schnecke sein. Schnecken sind normalerweise langsam. Sheriff Toaster Mission. Okay, wir sind bereit für die nächste Mission. Und wir sind in seinem Bereich, Sheriff Toaster. Alter, der Eimer hat Augen. Krank. Platziere alle Kriminellen hier drinnen. Sheriff Toaster fängt Kriminelle. Fange 10 Kriminelle, um deinen Preis zu bekommen. Okay, und wie sehen Kriminelle denn aus? Sind das vielleicht diese Eimer? Oh, ihr seid kriminell. Du bist ein krimineller Eimer. Da oben ist auch einer auf dem Knast drauf. Der beste Weg, sich vor dem Knast zu verstecken, ist auf den Knast drauf zu klettern. Ich verstehe schon. Okay, warte mal. Nummer 3. Wir zählen mit. Nummer 4. Die Eimer sehen eigentlich ziemlich harmlos aus und nicht wie Kriminelle. Die sehen nicht aus wie Kriminelle. Bisher haben wir 4 Stück. So. Hier ist nirgendwo einer drin schon. Oh, du sitzt hier einfach und wartest drauf, dass Sheriff dich bekommt. Nummer 5 und Nummer 6. Ist doch ganz easy. Nummer 7. Boss Room. Er ist nicht bosshaft, aber er ist der Boss. Okay.
War das jetzt Nummer 8 oder Nummer 9? Ich weiß es nicht. Mist. 10 fehlgeschlagen. Und was soll das mit diesen Boxen bedeuten? Was wollen die denn von mir? Da oben ist aber keiner mehr. Nee, nee. Also ich denke... Oh, da sind die letzten beiden Kriminellen. Ey, ey, ihr Kriminellen. Ihr Kriminellen. Ich hab euch beide. Okay. Dann gebt mir jetzt mein Reward. Ihr könnt alle rein. Kriminelle. Ab in den Knast. Oh, die Drohne nicht. Du bist nicht... Danke für die blaue Keycard. Damit können wir das Spiel oben aktivieren. Ich verstehe es, Neili Schlau. Das tun wir. Und was steht hier? Folge dem Lichtpfad. Oh mein Gott, das ist wie die Arctos Superspiele. Oh, komm schon. Alles cool, alles cool, alles cool. Das kriegen wir hin. Relativ easy. Dun, 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 dun. Boom. Okay, wir sind hier. Wie geht's weiter? Dun, dun, dun. Okay. Okay, und dann leuchtet der Bossraum. Wieso leuchtet der Bossraum? Das ist komisch. Was haben wir? Press me to start round 2. Ich habe verloren? Ah, warte mal. Oh, 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 vielleicht so? Nochmal. Ich muss die Noten treffen. Okay. Da. Super. Oh, hier ist ein Hut für meine Drohne. Oh, okay. Das ist grün. Haben wir es geschafft? Ich würde... Okay, wir haben es geschafft. Ich bin der beste Jumper der Welt. Nennt mich der Jumper. Nabna Lena sagt, da ist der richtige irgendjemand für jeden. Du musst nur richtig gucken. Okay, dann guck mal richtig. Weil für dich gibt es doch irgendwo Nabnab, der bestimmt hier auch irgendwo rumläuft. Und das macht mir Angst. Wir brauchen keinen Hut gerade. Was ist das hier? Du brauchst eine Audiodisk, um das zu spielen. Wo finden... Ist das eine Audiodisk? Das sieht aus wie ein Brief. Aktueller Bericht über den Fall. Fall Nummer 13. Genome. Mensch Givanium. Falltyp 2. Aktualisierung 1. Alias die Qualle. Zusammenfassung. Oh, wir reden über Stinger Flynn. Fall 13 hat, wie bei den meisten früheren Fällen, endlich Anzeichen von Körper- und Gehirnaktivitäten gezeigt, was bedeutet, dass es bald tatsächlich Tests möglich sein werden. Bei allen bisherigen Fällen wurde eine 2- bis 3-wöchige Ruhepause beobachtet, wenn GV und Genome erstmals gemischt sind und in einen Körper eingebracht worden sind. Der Fall 13 stellt in dieser Hinsicht eine Abweichung. Da. Der Körper von Fall 13 befindet sich erst seit einem Tag in dem erwarteten Ruhezustand. Und es wurden bereits Neuroaktivitäten beobachtet. Das ist neu. Eine vorgeschlagene Theorie besagt, dass dieses Phänomen das direkte Ergebnis der Änderung ist, die an der Givanium-Lösung vorgenommen wurde, die nach den Tests im Fall 12G verwendet wurde, was eine maximale Lerngeschwindigkeit ermöglichen würde. Der Fall ist noch nicht reif für die Präsentation. Banbans Kindergarten. Mit einem QR-Code, den ich scanne. Oh, wir kriegen nur so ein komisches Lächeln von der Schnecke, glaube ich. Ganz komisch. Okay, aber wir brauchen immer noch die Oh, hier ist ein Glas. Eine Audiodatei, damit irgendwas funktioniert. Hier ist ein Schrank, der... Oder eine Tür, die noch nicht offen ist. Die können wir auch noch erkunden. Ein bisschen Schleim, Schleim. Und zu den beiden Spinnen. Ansage. Ach, da waren wir ja vorhin. Was dir passiert, ist einer von Stinger Flynn Tricks. Wir haben aber Wichtigeres zu tun. Siehst du Nap-Naps Raum? Es ist offen. Was bedeutet, dass er drin ist? Er ist auf der Jagd und er ist zu gefährlich. Wir müssen mit ihm klarkommen. Zum Glück habe ich eine Lösung, aber die wird dir nicht gefallen. Geh zum Medical Tector und wir reden dort. Oh, warte mal. Bam-Bam, du willst dich mit mir treffen? Ich werde rot werden, aber ich kann nicht. Der Medical Sector. Okay, und der liegt in die Richtung. Keykarte rein und let's go. Hallo? Hallo? Vielleicht in die Richtung? Das macht vielleicht mehr Sinn. Bitte lass mich beim Medical Sektor ankommen. Oh ja, das ist der richtige Sektor. Nein. Oh, fast runtergefallen. Ich habe ja, glaube ich, die blaue Keykarte. Das heißt... Oh, das hier sieht nach Schnecke aus. Das sieht nach Schnecke aus. Ich hoffe, es ist nicht die Schnecke. Weil die ist echt schnell und gruselig. Ich finde die verstörend. Kaum zu glauben, in dem Spiel finde ich die Schnecke am verstörendsten. Hier brauchen wir irgendwas, um die Tür zu öffnen. Und da vielleicht auch. Oder vielleicht sollen wir da auch gar nicht hinkommen. Ich bin mir nicht sicher. Papa? Bist du... Papa? Alles... Ha? Okay, das ist komisch. Wenn, als Nap-Nap entkommen ist, sind die Arbeiter auch verschwunden. Wir müssen an eine dauerhafte Lösung denken. Nap-Nap-Lena war die Lösung. Wir hatten die Theorie, dass sie genauso aggressiv war wie er. Aber diese Theorie wurde noch nie...
bestätigt. Deswegen bist du hier. Du musst die finale Operation durchführen. Also pass genau auf. Das Harte ist schon geschafft. Du musst nur noch das Richtige miteinander mixen und sie sechsmal injizieren. Oh mein Gott, ich verstehe gar nichts mehr. Der redet viel zu viel. Das ist viel zu durchgeplant. Was soll ich denn jetzt hier tun? Wir müssen... Oh! Dankeschön. Wir müssen Nap-Nap Lena jetzt machen, damit Nap-Nap wieder unter Kontrolle gerät. Wir müssen ihm einen Partner machen, sozusagen. Was genau ich jetzt hier tun muss, weiß ich nicht. Rot, rot, das sind die sechs Injektionen. Start Produ... Okay, warte mal. Es geht schon los? Was genau soll ich jetzt tun? Rot? Hä? Und rot? Haben wir das jetzt? Was ist das jetzt? Ich verstehe das nicht so ganz. Da oben ist doch ein Knopf, den wir drücken können. Ich glaube, wir müssen jetzt blau machen. Und dafür brauchen wir eigentlich blau und blau. Aber das ist das Falsche. Warte mal, wir brauchen eine Nadel. Was haben wir denn hier alles? Oh, warte mal, wir können immer nur eine Sache nehmen. Dann nehmen wir die Substanz hier und haben rotes Blut und fügen das hier ein. Als nächstes kommt gelb. Hä? Ich verstehe das nicht. Oh, warte mal. Steht sie auf? Oh, verdammt. Oh, das sieht aus wie eine schwere Prozedur. So, wir brauchen blau. Als erstes müssen wir jetzt das hier nehmen und das hier alles grün machen. So. Damit die Rohre keine falschen Substanzen miteinander mischen. So. Und als nächstes nehmen wir die Fernbedienung, drücken auf den Knopf hier drauf, denke ich mal. Und dann brauchen wir die Spritze, um gelb zu machen. Das heißt grün und rot. Rot und grün. So. Jetzt können wir das hier nehmen und haben das Gelbe erhalten und platzieren. Oh mein Gott, ist das kompliziert. Das ist doch alles viel zu kompliziert. Und das müssen wir sechsmal wiederholen. Seid ihr krank? Okay, das hier wieder grün machen. Hä? Was? Oh, wir sind jetzt schon fertig? Das waren noch nur vier. Oh, wir haben die Audiokarte. Ey. Banban Lena? Du kannst dich wieder hin... Deine Operation ist gerade erst beendet. Es gibt sowas wie Bettruhe danach normalerweise. Okay, ich verstehe schon, du brauchst es nicht. Oh, hier ist richtig viel Schleim. Ugh. I hope that wasn't too hard. Ich hoffe, das war nicht zu hart. Anyway, grab the wie auch immer, nimm die Audiodisc und geh zurück zum Aquatic-Sektor. Und spiel sie auf den großen Speaker. Okay, dann tun wir das mal. Und der Sektor war hier unten. Fahren wir los. Voll das hin und her. So, wo war das Audio-Ding? Das volle Lautstärke-Audio, da war das. Oh, hier ist eine Scheibe. Mist, immer laufe ich gegen diese doofe Scheibe. Ist nicht geil. Tja. Hallo? Was spielt sich jetzt hier ab? Ich halte mein Ohr dran, damit ich mein Trommelfell... Ha? Tschö. Das ist nicht gut. Kommt sie zu mir? Ich habe das doch... Es spielt sich nichts ab. Was soll denn das? Was steht hier? Spinne gerufen. Bleib weg von den Türen und Fenster. Okay, vielleicht gar nicht. Bye, bye. He's no longer miserable. Oh, es geht ihm nicht mehr miserabel. They both weren't originally members of the mutants below. They certainly fit. Sie passen zusammen. Das ist... Was ist passiert? Ah! Hey! Oh, sorry, ich war so nah am Fenster, oder? Hä? Wo ist die andere Spinne hin? Was? Irgendwie habt ihr den Raum geschlossen. Vielleicht seid ihr beide da drinnen. Okay, und was genau wollt ihr jetzt, dass ich tue? Weil, was liegt denn hier? Oh, ein Partyhut von Bambalena. Mir wurde jetzt nichts gesagt. Stinger Flynn hatten wir, das... Wir hatten das eigentlich alles schon. Wir können ja eigentlich hier nur wegfahren, weil so... Hä? Wieso? Ich häng fest, das geht nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Hä? Stinger Flynn? You have overstayed your welcome. Du bist zu lange hier. Du hast übertrieben. Ich habe dir ein Angebot gemacht. Aber ich schätze mal, annehmen ist nicht mehr drin. Keine Sorge, ich werde dich loswerden. Okay. Ein alter Freund braucht dich mehr, als ich tue. Okay. Ich habe genug Testobjekte für mein mentales Ding. Du machst einen kleinen Nap, während ich dich zu meinem Freund bringe. Okay, aber wieso sollte ich jetzt wirklich einen Nap machen? Nur weil du es mir gesagt hast, du hast mir nichts zu sagen. Oh. Hey, you. Hey, du. You're finally awake. Du bist endlich... sind wir gerade im Auto mit Stinger Flynn und...
Wir sind in diesem Auto schon seit Ewigkeiten. So, Stinger. When are we arriving at this place called Beach? Erreichen wir diesen Ort namens Beach, also Strand? Ich glaube, wir haben uns verirrt. Hey! Was geht denn hier vor sich? Nice. Du hast eine Aufgabe gehabt und du hast irgendwie verkackt. Ich finde nicht denjenigen, der das interessiert, deine Meinung. Kannst du wenigstens ein bisschen Musik machen, wenn wir hier draußen schon sind? That's what I'm talking about. Was geht denn hier vor sich? What do you think about this? Oh, Pillar, was denkst du darüber? Ey, was guckst du mich die ganze Zeit an? Ich weiß nicht, was hier in Garden of Batman 3 vor sich geht. Ich kann's euch nicht sagen. Captain, was denkst du darüber? Captain Fiddle? Okay, dezente Antwort. Kannst du dich eine Sekunde auf die Straße konzentrieren? Was meinst du, dich auf die Straße konzentrieren? Wir fahren hier die ganze Zeit nur Kreise. Vertrau niemals einen Jellyfish, richtig, Opilla? Your pathetic mouth utters another infuriating sentence. I will stuff your whole body. Deswegen achtet man auf die Straße! Und es war trotzdem eine ziemliche komische Oh, ich bin wieder Stinger Flynn. Was genau ist meine Aufgabe? Mit Restli können wir diesen Schuss machen. Was haben wir denn hier vorne? Oh, er zieht seine Hand raus. Das heißt, wir müssen hier lang gehen. Aber es ist viel zu dunkel. Ich kann nicht sehen. Ich springe einfach mal. Einfach aus Reflex. Geht hier vielleicht das Licht mal an? Nee, eine Tür öffnet sich. Genauso gut. Okay, schießen wir hier drauf. Pring! Hier drauf. Pring! Und was jetzt? Hier ist eine Treppe nach unten. Da an der Seite sind noch Knöpfe. Oh, und die wurden gerade aktiviert. Mist. Okay, lass mich hier drücken. Und da. Oh mein Gott. Es sind mehr Knöpfe. Es werden immer mehr. Was haben wir hier? Oh nein, 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 nein. Nicht gut. Okay, immer erwischen, wenn die in der Ecke sind. Dann sollte es nicht allzu schwer sein. Genau das meine ich. Boom. Ja. Okay, wir haben alle. Was genau ist jetzt passiert? Oh, das Ding. Oh nee, schon wieder? Nur schneller? So, alle getroffen. Perfekt. Und das letzte Ding. Das wird... Oh, komm schon. Wie soll das möglich sein, ha? Wir schießen einfach. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir einfach treffen. Oh Gott, endlich. Das war schwer. Das war wirklich schwer. Und alles irgendwie so auf gut Glück. Okay, wir haben das... Wieso? Ha? Okay. GV steht für Gevanium. Und das Unendlichkeitszeichen. Ha. Nicht sicher, was mir das sagen soll. Oh. Finally, you're waking up. Endlich, du wachst auf. Es wurde mir schon langweilig. Und der Typ da drüben, der redet nicht viel. Und es ist gruselig hier. Der große... I think he believes we're some sort of grüne ghost. Typ guckt uns immer an. Ich glaube, wer denkt, wir sind Puppen. Wir können das als unseren Vorteil benutzen, um zu entkommen. Jedes Mal, wenn wir uns bewegen oder irgendwas in dem Raum, machen wir das, bevor er uns wieder auscheckt. So können wir uns Zentimeter für Zentimeter vorarbeiten. In anderen Worten, wenn er nah ist, dann ändern sich die Lichterfarben. Okay. Es ist ein Spiel. Wo ist der große grüne Typ? Ich weiß es nicht, aber wir müssen uns... Immer Schritt für Schritt bewegen und Endtraining. Okay, warte mal. Was genau soll ich jetzt hier tun? Das ist komisch. Ich habe diese Keykarte. Ich kann hier die Tür öffnen und schließen. Und wir können das hier verschieben. Aber ich habe gerade keine Cubes zum Placen. Und sobald sich die Lichter verändern, muss ich zurück zu meinem Stuhl. Oh, warte mal. Was müssen wir hier tun? Hier geht's auch nichts. Wir brauchen erstmal irgendwelche Cubes. Okay, wir reden über Jumbo. Oh, 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 okay. Warte mal, er kommt jetzt. Quick, sit down. Komm, setz dich hin. Ich setz mich hin. Er kommt. Wo ist denn der große grüne Typ? Wo ist Jumbo Josh? Hallo? Hm? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Da ist er. Hey! No, that's not how the secret club's entrance is supposed to be. So sollte der Eingang nicht sein. Oh, warte mal. Ah! Er hat gesehen, dass sich etwas geändert hat. Und das darf nicht passieren. Okay, ich nehme jetzt erstmal die ganzen Cubes mit. Können wir den Eingang wieder vollstellen? Nee, das geht auch nicht. Ha, das ist ja voll doof. Was soll ich dann tun? Oh, ich kann hier einen platzieren, ein Cube. So, dann kommen wir... Ach, komm, Mist.
Nee, ich verstehe schon. Ich verstehe schon, wie das irgendwie läuft. Okay, alles cool. Wir haben 3 Steine. So, auf geht's zum nächsten, ne? Oh, wie soll ich denn das hinbekommen? 1. Oh, Mist, Jumbo Josh kommt schon. Quick, sit down. He's coming. Kann ich den Eingang nicht wieder fertig machen? Komm schon. Da, so. Perfekt. Und das sollte es sein. Da. No, that's not how the secret club's entrance is supposed to be. Oh Gott, wir haben verkackt. Mist. Okay, wir müssen auf die Reihenfolge der Cubes achten. Grau, grün, rot, gelb. Das ist richtig. Grau, grün, rot, gelb. Muss ich mir merken. Okay, dann sollten wir es ja easy haben. Grau, grün, rot, gelb. Komm schon. Check, den haben wir. Perfekt. Grau, grün, rot, gelb. Ich kann das ja eigentlich wieder zumachen. Grau, grün, rot, gelb. Okay, alles cool, alles cool. Und das müsste jetzt stimmen soweit. Jumbo Josh kann also nicht meckern. So, er guckt. Und alles ist cool. Gut, dass sich die Lichter auch ändern, wenn er da ist. Das ist wirklich genial. Okay, was mache ich hier? Ich kann hier immer nur einen platzieren. Was irgendwie weird ist. Weil an sich müsste ich hier doch mehrere platzieren. Um da hochzukommen. Mit einem komme ich da nicht. Das funktioniert doch nicht. Außer. Vielleicht. Ha? Vielleicht bin ich auch einfach im falschen Raum. Vielleicht müssen wir erstmal mit dem Raum weitermachen. Oh nein. Oh nein. So. Oh nein, die Türen. Ich habe die falsche. Ach Mist. Oh, das ist schon stressig. So. Ich verstehe. Komm schon. Alles cool. Mach das, Drohne. Das ist schon ein ganz ätzendes Rätsel. Ein ganz, ganz ätzendes Rätsel. So. Das ist aktiviert. Dahin muss die Drohne. So. Oh, Mist. Da komme ich nicht ran, oder? Okay, wir haben es geschafft. Boom. Und jetzt muss die Tür in der Ecke aufgehen. Ja, war ja klar. Eine Keykarte. Wofür brauche ich denn gerade eine Keykarte? Ich nehme erstmal alles zurück und mache das hier zu. Entrain. Dafür war die Keykarte? Ha? Oh, die große Tür geht auf. Nice, wir sind endlich raus aus dieser Kacke. Das hat echt keinen Spaß gemacht. Kein bisschen. Zu Jumbo Josh. Zu Solitary. Zu diesen ganzen Kreaturen da. Alter, es gibt viele, ne? Zum Känguru, zu Banban. Alter. Banban ist der, den ich suche. Zu Banbalena. Und was haben wir da in der Ecke? Eine Kassette. Die können wir auch noch irgendwo abspielen. Oh, wir sind wieder hier im ersten Raum. Oder das war doch der erste Raum. Ich meine ja. Oh, was machst du? Hä? Banbalena? Was machst du hier? In welche Richtung läufst du? Du versuchst auch zu entkommen vor Jumbo Josh. Ich weiß, dass wir die Kassette hier reintun müssen. Phew. Gib mir eine Sekunde. Tschüss, Banbalena. Soll ich mitkommen oder willst du alleine? Okay, bye. Was haben wir hier? Bei Toadster, die Kriminellen. Ha, das war weird. Und Banbalena hat, glaube ich, meinen einzigen Weg genommen, um mich abzuhauen. Sehr nice, dankeschön. Dann schätze ich mal, müssen wir in den einen Bereich gehen, wo wir noch nicht drin waren. Und das ist der Progressive-Sektor. Mal sehen. Was uns hier... Ah, das war auch die Keykarte, die wir erhalten haben eben gerade. Oder? Ich denke mal schon. In dem Sektor waren wir nämlich doch gar nicht drin. Ja. Das sieht doch gut aus. Oh, okay. Tata Bird sagt, wer auch immer Tata Bird ist. Beschütze deine Geliebten. Sie lieben dich genauso zurück. Okay, das ist eine schöne Information. Und was haben wir hier für ein Rätsel? Also wir können hier unsere Keycard reinsticken. Das heißt, wir haben hier in dem Raum noch gar nicht viel zu tun. Oh, ein Opilla Baby. Das ist süß. Kann ich hingehen? Hallo. Okay, Tata wird sauer, wenn man Opilla angeht. Das ist mehr oder weniger gut zu wissen. Okay, was ist dann unsere Aufgabe? Hier kommen wir nicht hoch. Das ist schön. Hier ist auch nichts. Zu Tata gehe ich jetzt nicht und zu Opilla. Eine Kassette, eine Audiokassette. Nice. Wie man einen gigantischen, sauren Vogel zähmt. Bekomme High Ground. Bringe auf den Rücken des Objektes. Interagiere mit R. Der Vogel ist aber nicht gigantisch, der ist winzig. Ha, das ist weird. Oh, warte mal. 1, 2, 3, hä? 2, hä? Das heißt, ein Stein ist 1. 2 Steine müssen dann 2 sein. Komm. Ja.
Öffnet sich diese... Ja, nice. Okay, Mr. K-Bob-Mann sagt, der sieht komisch aus. Sei du selbst, was auch immer es kostet. Nicht so wie ich. Oh, da ist er ja. Hey. Er kann sich nicht bewegen ohne sein Kostüm. Okay, das ist gut zu wissen. Er braucht ein Kostüm. Was für eine Art von Kostüm braucht er? Und was sind das hier? Wieso sind hier Tür nach Tür nach Tür? Das macht doch gar keinen Sinn. Wo soll ich denn hin? Entschuldigung. Ich will hier durch. Oh, ein Zettel. Oh, das lese ich jetzt nicht. Die Hälfte von diesen komischen Zetteln verstehe ich sowieso nicht so ganz. Aber hier sind verdächtig viele Türen. Das muss einen Grund haben. Das muss einen Grund haben. Oh. Lautsprecher gleich Knopfdruck. Hä? Okay. Weird, aber es sollte vorbei sein. Da oben sind Knöpfe. Was passiert hier? Oh nein, das ist ein Bosskampf, oder? Oh Gott. Was bist denn du? Oh, warte mal. Was soll ich hier tun? Oh, er spuckt. Oh, da der Knopf. Okay, okay, okay. Alles cool, alles cool. Die Zunge kommt. Jump. Was macht der Knopf? Wir haben ihn gedrückt. Der hat eine Rakete gedroppt. Okay, sollen wir das auf die Zunge richten? Okay, warte, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Perfekter Test. Haben wir was getan? Ich weiß es nicht. Nochmal. So. Oh, ich glaube, wir haben was getan. Es war zwar doof animiert, aber es hat funktioniert. Und er hat gepupt. Bah. Jump. Wo ist der nächste Knopf? Doch, der leuchtet. Jetzt. Jump! Oh! Knappes Ding! Und boom! Das müsste es gewesen sein. Das waren 3 Stück. Es gibt nichts mehr. Bitte geh jetzt einfach drauf. Okay, das ist eine komische... Bye, bye. Eine komische Art und Weise drauf zu gehen. Aber wir haben jetzt einen freien Weg. Und das ist super. Ich weiß nicht, woher dieses Brett kommt, aber es ist gekommen. Und da sind Hüte. Oh, die nehme ich mit. Das sind so Banban-Hüte. Schön. War es das jetzt hier? Mehr ist hier nicht? Okay, krass. Der ganze Stress wegen 2 Banban-Hüten. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Hallo? Ich laufe mal weiter. Huh? Ah, es waren gar keine Banban-Hüte, es waren Kostüme hier von dem hier. Behave or get ban-banned. Benimm dich oder werde geban-banned. Okay, wohin soll das Ding jetzt? Das ist die Frage. Grey Stones with one bird. Das hört sich doch gut an. Oh, okay. Ich habe Mopilla Bird. Nice. Mehr oder weniger. Oh, die Tür hat sich geöffnet. Oh! Warte! Ja! Das war's mit dem Jump! Oh, okay. Jetzt haben wir... Hä? Diesmal funktioniert... Opilla? Hallo? Ich habe auch dein Baby in der Hand. Das ist weird. Leere deine Hand zuerst. Hier. Da kriegst du dein Baby zurück. Und was passiert jetzt hier? Hallo? Stinger Flynn? Oh, nicht schon wieder. Okay. Birdriding is a new one. Vogelreiten ist neu. Das gebe ich dir. Was bringt dich so voran? Ich kann nicht sagen, dass es dein Elterninstinkt ist. Oh, ich weiß. Jemand hat dir falsche Hoffnung gegeben. Hat dir etwas versprochen. Und hat nur eine Sache in seinem Kopf gehabt. Am Anfang war ich verwirrt, warum alles so perfekt lief für dich. Ich meine, du warst noch nicht mal hier davor. Und dann... Ist mir klar geworden, jemand musste dich führen. Und wie auch immer, ich war richtig. Du hattest Hilfe. Dein Freund hier hat mir auch geholfen. Dank dir ihm habe ich gute Informationen bekommen. Welche Informationen fragst du? Ich habe nicht gefragt. Nun, gut. Wenn ich dran bin, werde ich mich darauf verschützen,
das zu werden, was er geworden ist. Halte W, um dich hochzuspeeden, ne? Okay. Die Steuerung ist ganz komisch. Man müsste uns verfolgen als Monster jetzt. Wieso kann ich hier nicht... Was ist los? Hä? Ich kann dich steuern. Das... Wie genau müssen wir das machen, ist die Frage. Und wieso laufe ich so nah an der Wand? Das ist voll weird. Was steht da? Blue Light kriegen wir rüber. Pinkes Licht nicht. Und wie halte ich an? Das ist pinkes Licht. Ah, ich kann nur langsamer werden. Und ich werde jetzt langsamer. Verändert sich die Farbe des Lichtes mal? Nee. Hä? Ich verstehe es nicht. Okay, ich muss mit Pillar Bird zusammenarbeiten. Das heißt, bei blauem Licht muss ich erstmal über diese Grenze hier schreiten. So. Und jetzt muss ich langsamer werden, damit Opilla uns überholt und über die nächste Grenze als erstes schreitet. So, richtig und wichtig. Komm, das kriegen wir hin. Perfekt. Als nächstes kommt wieder ein pinkes Light, das heißt Opilla muss wieder vor uns sein. Was kein Problem sein sollte, weil ich meine, er ist vor uns. Ich werde trotzdem ein bisschen langsamer, um sicher zu gehen. So. Wir können übrigens nicht nach vorne oder rechts, links steuern. Wir können nur schneller werden oder langsamer. Und ich muss hier ein bisschen schneller werden. So, richtig und wichtig. Und da muss ich auch schneller werden. Ich muss vor Pillar sein. Aber zu weit soll ich auch nicht vor Pillar sein. Er muss mich ja auch im schlimmsten Fall überholen können. Und hier zum Beispiel. Perfektes Beispiel. So. Und Pillar ist da. Weiter. Auf jeden Fall einfacher als der Bosskampf eben gerade. Okay, da muss ich vorgehen. Alles gut. So. Als nächstes wieder Opilla. Und dann wieder ich. Opilla, du bist dran. Und dann wieder ich. Oh Gott, das geht der Ewigkeit. Oh Gott, wieder ich. Wieder ich, wieder ich. So. Opilla, Opilla. Gut. Und wieder. Das ist das... Oh. Okay. Ha? Huh? Du kannst weglaufen. Aber dein Geruch wird mich immer zu dir bringen. Oh, Jumbo Josh, wie geht's dir? Oder soll ich dich Jumbo Freund nennen? Ey, Opilla, willst du nicht auch nach oben kommen? Das ist viel sicherer. Oh, ich glaube, Ben wird fertig gemacht, oder? Komm schon. Oh! Autsch! Das war's! Das wär's, ne? Bann-Bann ist finito! Oh, hallo, Pillar-Baby! Oh, Stinger-Flynn ist hier drin, ne? Stop it, you two! Hört auf, ihr beide! Huh? Okay. Hä? Jetzt fetzen die sich alle gegenseitig, oder? Okay, mir soll's egal sein. Was passiert hier? Ich verstehe es auch nicht. Okay, ich kann mich bewegen. Das ist wenigstens gut. So. Was öffnen wir hier? Wohin? Oh. Finde das Königreich. Finde den Sheriff. Lass Jester dich nicht finden. Opilla, kommst du mit mir mit? Kommst du mit mir ins nächste Chapter? Ja, ja, ja. Du bist ein braves Dingeling. Und ich glaube, das war's. Garden of Banban 3. In einer Folge. Thanks for playing. Nächsten Monat kommt wahrscheinlich Garden of Banban 4 raus. Wie fandet ihr das Spiel? Fandet ihr es besser als den zweiten Teil oder schlechter? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ich muss sagen, es war ein komisches Spiel. An manchen Stellen echt frustrierend. Spaßfaktor war so 6 von 10. Es geht. Irgendwann dachte ich mir, wann ist das vorbei? Aber ja, wie fandet ihr's? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Fandet ihr es besser als den zweiten Teil? Ich bin gespannt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.